Ernst Paul Dörfler, Jahrgang 1950, geboren in Kemberg, in Wittenberg, hat Chemie studiert und war dann 5 Jahre als Ökochemiker am Institut für Wasserwirtschaft in Berlin und später dann hier in Magdeburg. Das müsste der heutige Landtag sein, ist das richtig? War das was? Ganz Domplatz. Am Domplatz, okay. Im heutigen Landtagsgebäude war ja auch Wasserwirtschaft beheimatet. Und während dieser Zeit hat Ernst Paul Dörfler auch schon mehrere Umweltstudien gemacht, auch beobachtet von der Stasi. Und Ernst Paul Dörfler hat das Buch geschrieben, Zurück zur Natur. Das war ja ein Kultbuch der DDR-Umweltbewegung. Nach dieser Zeit hat er sich entschieden, freier Publizist zu sein, mehrere Bücher zu schreiben, Studien zu machen, war in der Ökobewegung 1989 Mitbegründer der Grünen, auch einige Monate als Mitglied des Bundestages in Berlin und dann 23 Jahre beim BUND für das Elbe-Projekt zuständig. Natürlich auch früher die Fragestellung naturnaher Hochwasserschutz und vieles, vieles andere mehr. Heute stellst du uns vor, was wir Menschen von den Vögeln lernen können. Wir freuen uns. Dankeschön. Wer Vögel beobachtet, ist in einer glücklichen Lage. Sie sind bunt, fallen gerne auf, sind mit wenigen Ausnahmen tagaktiv, fast immer in Action und betören unsere Sinne. Dafür, dass die Freude an der Natur auch währt, sorgt das wachsende Wissen über die Vögel, das sich mit der Lust des Beobachtens gegenseitig bedingt. Je mehr ich weiß, umso mehr sehe, umso mehr verstehe ich. Und umso mehr Freude habe ich an neuem Wissen. Die lebendige Welt um mich herum gewinnt an Bedeutung. Für mich bedeutet das Kennenlernen der Vögel mehr, als ihren Namen parat zu haben. Wenn ich die Artzugehörigkeit eines Vogels kenne, weiß ich noch längst nichts über seine Lebensweise, wie er seinen Tag verbringt und wo er schläft. Ich habe keine Ahnung, ob das flötende Amselmännchen das gleiche ist, das mich schon im letzten Jahr erfreute. Ich kenne weder sein Alter noch seine Herkunft. Noch weniger Einblick habe ich in das Familienleben und in die Gefühlswelt des Vogels. Könnte es zum Beispiel sein, dass er ein feinfühliger und ein fürsorglicher Vater ist? Wann hatten Sie Ihre letzte Begegnung mit einem freilebenden Vogel? Wann haben Sie zum letzten Mal einen Kuckuck rufen hören? Einer zwitschernden Schwalbe gelauscht oder einen klappernden Storch erlebt? Lange her? Ehrlicherweise müssen wir feststellen, dass sich eine große Distanz zwischen uns Menschen und den freilebenden Vögeln aufgetan hat. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir heute Abend und dass ich mit diesem Buch es schaffe, diese Distanz zwischen uns und der Natur etwas zu überbrücken oder zu verringern. Ja, der Blick zurück, und deswegen ist dieses Bild, was wir da sehen, schon genau das Richtige. Ne? Das ist noch das Richtige. Genau. Mein Weg zu den Vögeln. Wie habe ich diesen Weg gefunden? Ein Blick zurück. Die Überschrift: Mein Suchflug zu den Vögeln. Ich wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren und verbrachte meine ersten 18 Lebensjahre in einer Welt, die es nicht mehr gibt. Meine Wurzeln liegen in einem kleinen Dorf mit großem Kirchturm zwischen Elbe und Dübner Heide südlich der Lutherstadt Wittenberg. Die Zeiten der Kindheit und Jugend prägen einen Menschen ganz besonders. So war es auch bei mir. Der alltägliche Aufenthalt im Freien bis zum Sonnenuntergang, das hautnahe Erleben der Jahreszeiten,
der Umgang mit allen möglichen Tieren, die schicksalhafte Abhängigkeit von der Natur. Jahre später war ich verhaltensauffällig, zumindest in den Augen der Staatssicherheit. Erkundungen wurden eingezogen. Wie im Eröffnungsbericht zur Bearbeitung der operativen Personenkontrolle 1982 zu lesen ist, Zitat, wuchs der D. in einer politisch rückständigen Kleinbauernfamilie auf und wurde altmodisch erzogen. Aus diesem Grund war er während seiner Schulzeit sehr schüchtern. Dies änderte sich mit dem Verlassen des Elternhauses. Zitat Ende. In der Tat lebten wir damals traditionell in archaischer Selbstversorgung. Mein Vater bezeichnete sich nicht ohne Stolz als freier Bauer. Meine Mutter hatte einen festen Plan im Kopf, was wann zu tun ist, um die Versorgung rund ums Jahr zu sichern. Wir ernährten uns von dem, was Garten, Feld und Stall hergaben. Für den Winter wurden Vorräte angelegt. Das Leben bestand aus harter Arbeit ohne Maschinen. Dafür war es selbstbestimmt und befriedigend. Urlaub gab es am Sonntagnachmittag, ein Fahrradausflug ins Nachbardorf. Pferde und Kühe, Schweine und Schafe, Hühner, Enten und Gänse mussten Tag ein, Tag aus versorgt werden. Die Tiere gehörten zur Familie. Erst wenn sie ihr Futter bekommen hatten, gab es unsere Mahlzeit. Wo auch immer etwas geschah, ich war immer dabei. Beim Pflügen, Eggen und Säen, beim Mähen des Getreides mit der Sense, beim Rübenhacken und Distelstechen, beim Heu einbringen, beim Kartoffellesen und selbst beim Schlachten. Diese Tätigkeiten waren für mich damals so selbstverständlich wie heute Kindern das Spielen am Smartphone. Im Wald sammelten wir Heidelbeeren im Sommer, Pilze im Herbst und Holz im Winter zum Heizen, Kochen und Backen. Schon im Alter von 6 Jahren brachte ich die Pferde selbstständig auf die Koppel oder half beim Einspannen. Die Enten begleitete ich zum Dorfteich und auf der Obstwiese hütete ich die Gänse. Sie kommunizierten ständig miteinander und ich mit ihnen. Niemals verspürte ich Langeweile. Mir war viel Zeit als stiller Beobachter geschenkt. In der Schule lernte ich eifrig. Es war eine Minischule in familiärer Atmosphäre mit sehr kleinen Klassen. Meine wohlgesonnenen Lehrerinnen und Lehrer verehrte ich geradezu. Mit 18 Jahren hatte ich als Arbeiter- und Bauernkind die Möglichkeit zu einem Hochschulstudium. Da Chemie Wohlstand, Brot und Schönheit versprach, Zitat, wählte ich dieses Studienfach. In Magdeburg übrigens studiert. Keine glückliche Wahl, wie ich später feststellte. Ich hielt zwar durch, aber den vorgezeichneten Weg in eines der großen Chemiekombinate habe ich nicht einschlagen wollen. Der Drang nach einem freieren Leben war es, der meinen weiteren Weg entscheidend mitbestimmte und mich letztlich den Vögeln näher brachte. Nach über 10 Jahren in Hörsälen, Werkhallen, Laboren, Cleanrooms und Büros dämmerte es in mir, ich muss hier raus. Das Draußensein, die Bewegung, das Leben unter Bäumen und Tieren fehlten mir. Doch wie folgt man seinen inneren Bedürfnissen, ohne in Gesetzeskonflikte zu geraten? Im Alter von 32 Jahren traf ich die Entscheidung, die wohl wichtigste in meinem Leben, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung statt Fremdbestimmung. Als promovierter Ökochemiker kündigte ich meine Anstellung im Ostberliner Umweltinstitut. Ein ungeheurer Vorgang, denn im DDR-Sozialismus waren freie Naturwissenschaftler nicht vorgesehen. Statt weiter fleißig Umweltdaten zu ermitteln und darüber strengstes Stillschweigen wahren zu müssen, wollte ich an der misslichen Umweltsituation ganz real etwas verbessern. Durch öffentliche Aufklärung, durch Wissensvermittlung. Ich wollte auf die Bedrohungen unserer Lebensgrundlagen aufmerksam machen und Menschen die Natur nahe bringen. Ja, das war die Zeit, 1982. Vielleicht war jemand von Ihnen dabei. Da habe ich über die Volksstimme
zu einer ökologischen Sonntagswanderung eingeladen. Und zwar in Westerhüsen. Wir sind dann auf das Ostufer mit der Fähre gefahren und es waren 80 Teilnehmer. Ja, heute sind es schon mehr. Und ja, da waren noch 3 Teilnehmer, nicht von der Presse, nein, die wollten da nicht drüber schreiben, aber 3 Teilnehmer, die dann Berichte geschrieben haben, war ganz interessant. Auf 12 Seiten haben sie dann berichtet, was da alles so geschehen ist. Ich musste also kein Tagebuch schreiben, das haben andere für mich erledigt. Ja, mit diesem Bild, genau, schlagen wir jetzt mal eine Brücke zwischen einem Erlebnis in meiner Kindheit und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Leben und die Kommunikation der Vögel. Ja, als kleiner Junge war ich im Hühnerstall. Die Küken wurden ja damals noch von ihren Müttern, also von den Glucken ausgebrütet. Heute geht das ja elektrisch, ja? Die Küken erleben ja keine Nestwärme mehr in dem Sinne. Also elektrische Wärme schon, aber keine Körperwärme von der Mutter. Aber damals war es noch anders. Da saß eben eine Glucke auf 10 Eiern. Ja, und nach einer gewissen Zeit, es wurde auf den Kalender eingetragen, ja, ich habe da jeden Tag nachgeguckt und sie saß immer noch, aber ich hörte plötzlich etwas. Ich hörte merkwürdige Pieptöne. War aufgeregt, habe gesehen, weil die Glucke hielt ja den Schnabel. Irgendwoher mussten aber die Töne kommen und dann wurde mir klar, die kommen aus den Eiern. Ich rannte gleich zu meiner Schwester, musste ihr das erzählen und auch zeigen. Heute wissen wir, was da passiert ist, ja, viele Jahrzehnte später. Ja, 2 Erkenntnisse. Erstens, die Küken in den Eiern kommunizieren miteinander. Sie verständigen sich über den gemeinsamen Geburtstag, den gemeinsamen Schlupftermin. Sie wollen nämlich alle den gleichen Geburtstag haben. Und das ist auch sinnvoll. Denn Hühner sind ja Bodenbrüter, auf dem Boden zu brüten ist nicht ungefährlich. Es gibt ja viele Bodenräuber, der Fuchs, Hund, Katze und so weiter. Und solche Kinderstuben sind ja nicht lautlos. Na? Da ist immer ein bisschen Lärm. Insofern ist es sinnvoll, alles schnell zu erledigen und sich dann in die Deckung zu begeben. Ja, und die zweite Erkenntnis will ich auch, die ist noch neuer. Die kommt übrigens aus Australien, nicht an Hühnern, sondern an Zebrafinken ermittelt. Da werden Nachrichten, und zwar Wetterberichte, durch die Eischale transportiert. Und zwar der Altvogel signalisiert den Küken im Ei die Außentemperatur. Wenn die Außentemperatur sehr hoch ist, also über 26 Grad liegt, wird signalisiert, bitte Wachstum einstellen. Je kleiner, umso günstiger ist es, um mit der Hitze klarzukommen. Denn kleine Körper können Wärme besser abgeben. Und umgekehrt, bei kühlen Temperaturen wird signalisiert, ihr könnt das letzte Eidotter über den Nabelschnur einsaugen, damit ihr schön groß seid und der Kälte widerstehen könnt. Das ist schon erstaunlich. Ja, bitte mal das nächste Bild. Ach ja, Magdeburg liegt an der Elbe. Ich habe ja auch hier 10-12 Jahre verbracht. Jetzt habe ich mich 50 Kilometer weiter stromauf bewegt und das ist sozusagen mein Wohnort, mein Lebensraum. Hier liegt der Ort. Und ja, und diesen Lebensraum teile ich mit vielen anderen Bewohnern. Also das Dorf ist ja ganz klein, nur 300 Einwohner. Und über 300 Vogelarten sind in diesem Schutzgebiet inzwischen ermittelt worden. Es ist übrigens viel größer geworden als anfangs, als es begann. Und das wissen Sie vielleicht nicht, aber das sollten Sie wissen. Dieses Biosphärenreservat von UNESCO anerkannt ist das größte Schutzgebiet auf dem deutschen Festland. Merkwürdig, dass das kaum jemand weiß. Nicht mal die Menschen, die da in diesem Schutzgebiet leben. Nur das Wattenmeer ist größer. Deswegen sagte ich Festland. Ja? Ja, so, und diesen Lebensraum teile ich mit einigen Vögeln, wie zum Beispiel den Seeadler. Der ist ja im Sommer wie im Winter da. Und zwar führen die ja eine Dauerehe und sie arbeiten, die agieren auch gemeinsam. Und das ist sehr vorteilhaft, wenn sie also eine Gans oder eine Ente auf der Elbe erspäht haben, die
nicht ganz fit ist, vielleicht auch angeschossen, ich habe das also schon öfter erlebt, dann tauchen sie, also jagen sie im Wechsel, bis irgendwann die ganze aufgibt. Ja, der Fischadler ist auch dort zu Hause, aber der ist jetzt gerade in Westafrika. Die führen ja die Saisonehe. Die Saison währt also von April bis August und dann sind sie auf große Reise, die sie solo unternehmen. Ja, das sind meine Lieblingsvögel. Da habe ich zwei Paare in meiner Nähe. Wenn sie ja so ab März im Duett rufen, dieses Duett, diese Rufe sind auf die Zehntelsekunde genau abgestimmt. Meist ruft das Weibchen als Erste. Weibchen sind ja meist tonangebend in der Vogelwelt. Ja, genau. Und das Weibchen hat eine etwas höhere Stimme, eine Terz höher und dann das Männchen. Ja, und dann wird getanzt. Ja, die Tänze sind für mich immer was Aufregendes. Das kann ich jedes Jahr immer wieder neu mir anschauen und bin jedes Jahr mit Gänsehaut dabei. Und interessant ist ja, dass bei den Kranichen das Prinzip der Gleichberechtigung schon vor 50 Millionen Jahren eingeführt wurde. Ja? Vor 50 Millionen. Uns gibt es ja seit einer Million Jahren. Die haben das also schon früher erkannt, dass das sehr sinnvoll ist, gemeinsam zu agieren und auch dieses gemeinsame Brüten, das gemeinsame Aufziehen der Jungen. Interessant ist auch die Situation, wenn die Jungen noch im Ei sind und schon piepsen. Dann sitzt ein Altvogel auf dem Ei und der andere steht daneben und drängelt. Der will gerne Ablösung. Der will auch drauf sein. Jeder möchte dabei sein bei der Geburt, beim Schlupf der Küken. Ja, bemerkenswert. Ja, dieser Bewohner hat sich jetzt auch eingenistet. Vor 2 Jahren war es einer, jetzt haben wir eine Familie. Vor 2 Tagen habe ich die Spuren auf dem Elberadweg über uns gesehen. Ja? Dünne Schneelage, ja. Und auf der linken Seite, auf der linken Spur waren die Fußabdrücke des alten Wolfs und rechts die Fußabdrücke des jungen Wolfs. Wir kommen gut miteinander klar, wir haben auch keine Angst voneinander. Aber gefüttert wird nicht, ja. Wir haben auch Distanz zueinander, ja. Ja, nun sind wir bei den Vögeln angekommen. Dieses Buch behandelt ja nicht, ist ja kein reines Vogelbuch, ja, sondern mir geht es um Verhalten, das Verhalten. Auch um die inneren Vorgänge, was passiert da drinnen. Ja? Vogelbücher, die das Äußere beschreiben, gibt es ja wie Sand am Meer. Aber die inneren Vorgänge, eben auch die Gefühle, ja, mit betrachten, sind sehr rar gesät. Aber das war für mich so das Spannendste. Wir haben ja 2 Ringeltauben. Was machen die? Genau. Ich würde sagen, sie, von den Lippen jetzt abgelesen, Sie können es ruhig laut sagen. Sie turteln, ja, das passt eigentlich zu den Tauben. Es gibt ja auch Turteltauben, die sind allerdings sehr selten. Das sind Ringeltauben, die gibt es übrigens auch in Magdeburg. Ja, was ist so das Besondere? Was können wir von Vögeln lernen, heißt ja der Untertitel. Und war für mich auch ganz spannend. Ich wusste es ja vorher, das meiste auch nicht. Ich musste ja erstmal dahinter kommen. Und eine Erkenntnis ist, Vögel sind ausgesprochen friedfertige Wesen. Sie verzichten auf Gewaltanwendung innerhalb ihrer Art. Sie haben natürlich auch manchmal Konflikte. Ja? Die Frage ist, wie lösen Sie diese Konflikte? Singvögel zum Beispiel leben nach dem Motto, singen statt kämpfen. Finde ich gut. Wer der bessere Sänger ist, hat gewonnen. Ja? Und der andere muss eben sich dann aus dem Revier zurückziehen und muss dann woanders seinen Platz suchen. Also die Friedfertigkeit ist für mich etwas ganz, ganz Entscheidendes, was die Vögel auszeichnet. Denn Säugetiere, zu denen zählen wir ja biologisch auch, Säugetiere haben Waffen. Ja? Also zum Beispiel Geweihe, Hörner und Eckzähne und Krallen. Und da gibt es harte Kämpfe um die Vorherrschaft. Und das hat einen Grund. Säugetiere leben zum großen Teil polygam. Zum großen Teil, sage ich, ja. Ich beziehe mich jetzt mal nicht auf Menschen. Und die meisten Säugetiere, da will ein starkes Männchen möglichst viele Weibchen um sich scharen. Das ist in der Vogelwelt anders. 90% der Vögel leben monogam. Und das ist natürlich günstiger. Da muss es nicht so viele Kämpfe geben im
Im Idealfall kriegt jedes Männchen ein Weibchen, aber jedes Weibchen ein Männchen. Das ist vielleicht ein Grund für die Friedfertigkeit. Sie schütteln mit dem Kopf, es gibt jede Menge Ausnahmen, ist mir völlig klar. Aber ich sage es Ihnen gleich, ich werde heute nicht alle Ausnahmen aufführen. Sie können das auch nachlesen. Ich weiß auch, die Vogelkundler suchen auch gerne nach Ausnahmen. Und das ist dann auch immer eine neue Meldung wert. Aber Ausnahmen verzerren häufig das Bild. Deswegen beschränke ich mich auf die Regel, auf das Übliche. Schauen wir mal, wen wir jetzt dabei haben. Ja, ein typischer Singvogel, der sich gerade präsentiert. Das ist, ja, was für ein Vogel, wer kennt ihn? Blaukehlchen, genau. Ja, ein ausgesprochen schöner Vogel. Wir haben ja in der Stadt mehr das Rotkehlchen und auf dem Feld mehr das Braunkehlchen, das Schwarzkehlchen. Dazu kommen wir noch. Ich sagte schon, singen statt kämpfen, das ist das Motto der Singvögel. Und im nächsten Bild sehen wir einen Erpel, also eine männliche Ente, nämlich, wer kennt sie? Das ist die Kolbenente, also der Erpel der Kolbenente. Und an der Stelle will ich etwas zur Schönheit sagen. Das hätte ich eigentlich auch beim Blaukehlchen sagen können, aber ich sage es jetzt mal beim Erpel. Die Vögel haben die Schönheit erfunden. Wussten sie das schon? Ja? In der Natur gibt es keine andere Tierklasse, die so viel Schönheit hervorgebracht hat, wie gerade die Vögel. Und jetzt wissen wir auch, nach langen wissenschaftlichen Debatten, was der Grund dafür ist. Sie haben wahrscheinlich schon Ideen. Noch nicht, ich verrate es Ihnen. Die Vögel haben das Prinzip der Wahlfreiheit erfunden und haben bis heute daran festgehalten. Das heißt, Wahlfreiheit bei einer Partnerwahl. Und da bei den Vögeln die Weibchen in aller Regel das Wahlrecht haben, die Männchen haben ja kein Wahlrecht, die haben aber Antragsrecht, immerhin, sie dürfen Anträge stellen, die dann von den Weibchen bearbeitet und beschieden werden. Das kann auch eine Weile dauern bei den Vögeln, die müssen ja gründlich prüfen, die Weibchen. Und die Weibchen haben natürlich einen Grund, warum sie sich besonders für ein schönes Männchen entschieden haben. Kleider machen Vögel, frei nach Gottfried Keller. Das Tragen von Markenklamotten gilt in unserer Gesellschaft als Statussymbol. Sie spiegeln die Kaufkraft des Trägers wider. Häufig entscheidet das äußere Erscheinungsbild, ob es zu einer Kontaktaufnahme zwischen zwei Menschen kommt. Doch die Sache hat einen Haken. Jenes äußere Bild, welches wir abgeben, ist keineswegs echt. Die Hülle ist gekauft. Sie gehört nicht wirklich zum Körper, sie verhüllt ihn vielmehr. Wir verkleiden uns im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Kleidung ist eher Täuschung als ehrliches Signal. Fundamental anders verhält es sich mit dem Outfit der Vögel. Deren Federkleid ist Teil des Körpers. Es ist aus ihm erwachsen. Es sagt mehr über die wahre Verfassung des Trägers aus. Kein Vogel schmückt sich mit fremden Federn. Menschen schon. Das Aussehen gilt als ein entscheidendes Kriterium bei der Partnerwahl. Es sind die Weibchen, die einen scharfen Blick auf die Ausstattung werfen. Die Gepflegtheit der Federn, die Brillanz der Farben, aber auch originelle Zeichnungen und Muster geben Auskunft über die inneren Werte der Männchen. Wer als Männchen mit kräftigen Signalfarben ins Weibchenauge sticht, verspricht auch ein guter Familienvater zu werden. Rote und gelbe Farbpigmente zeigen nachweislich ein hohes Maß an Abwehrkräften an. Ja, darum geht es den Weibchen. Weibchen sind schlauer. Es kommt jetzt das große Kapitel zum Marketing. Marketing ist ein ganz wichtiges Geschäftsfeld, nicht nur in unserer Gesellschaft, auch bei den Vögeln. Wir schauen uns jetzt mal einige Vögel an, wie sie werben, wie sie Werbung betreiben. Hier haben wir die Großtrappen.
Großtrappen sind große Vögel. Ja, okay. Großtrappen sind große Vögel, die haben eine Fluchtdistanz von 300 Metern. Die hat es in großer Zahl gegeben. Und zwar in früheren Jahrhunderten haben die Schüler schulfrei bekommen, wenn die Großtrappen in großer Zahl auf den Feldern waren. Um die Trappen zu vertreiben, wurden die Schüler auf die Felder geschickt. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt noch drei Vorkommensgebiete. Eins in Sachsen-Anhalt, Norden, Nordosten, zwei in Brandenburg. Im April, Mai kann man diese Walz, ja, Spiele oder Rituale, kann man ja sagen, beobachten. Ja, und diese Vögel sind leicht mit dem Reh zu verwechseln. Ja, auf Entfernung von 300 Metern, Reh ist genauso groß wie dieser Vogel und die Färbung ist ähnlich. Ja, da staunen Sie, ja? Ja, die sind hier beheimatet. Die gehören hierher. Ja, nun zum Marketing. Diese Großtrappen gehören wie die Hühnervögel zu der Minderheit der Vögel, die Monogamie ablehnen und die Polygamie bevorzugen. 10%. Ja, Minderheit. Aber wir werfen einen Blick auf diese Minderheit. In der Mitte im Zentrum steht also der Hahn. Er ist jetzt in Balzlaune. Was treibt ihn erstmal an? Ganz wichtig, ja. Es sind Hormone. Zwei Hormone, die Ihnen bekannt sind. Einmal ist das Testosteron. Was das bewirkt, muss ich ja nicht erklären. Und zum Zweiten ist es das Adrenalin, das für Angriffslust sorgt. Ja, haben wir auch alle in unseren Adern. Ja. Dieser Vogel in der Mitte bläst sich auf. Das ist so typisch männliches Verhalten. Er bläst tatsächlich seine Kehle auf wie einen Ballon und macht sich dadurch größer, als er eigentlich ist. Und dazu plustert er auch noch seine Federn auf. Und er dreht seine Federn von innen nach außen und strahlt dann wie ein weißer Schneeball in grüner Landschaft. So, und jetzt zu dem, was innen passiert. Zu den Hormonen habe ich Ihnen ja schon was erzählt, aber jetzt geht es ums Herzklopfen. Sie haben ja eine bestimmte Herzschlagfrequenz. Ich vermute so zwischen 60 und 80, ja. Je nachdem, wie trainiert Sie sind. Die normale Herzfrequenz bei diesen Vögeln beträgt 100 Schläge pro Minute. Aber bei diesem Balzauftritt erhöht sich die Frequenz auf 600 Schläge pro Minute. Das hat man ermittelt durch Filmaufnahmen. Denn man kann ja da nicht rangehen bei dieser Balz. Die Balz hört sofort auf, wenn sich ein Mensch nähert. Die sind also sehr störungsempfindlich. Aber durch Filmaufnahmen konnte man das jetzt genau ermitteln. Ja, und diese Vorstellung kostet Kraft, kostet Energie. Und nur der stärkste Trapphahn bringt diese Energie auf. Rechts haben wir einen jungen Trapphahn, ne? Der würde auch gerne, aber er schafft es eben noch nicht. Er muss noch warten, ne? Ja, und am Rande sehen wir dann auch die Hennen, die mehr oder weniger interessiert oder desinteressiert dieser Show zuschauen, um sich dann für den stärksten, besten Hahn, der sich am meisten aufblasen kann, zu entscheiden. Ja, hier haben wir schon vorhin angekündigt, die Tänze der Kraniche mal als Zeichnung. Die Zeichnungen aus dem Buch sind übrigens von einer Magdeburgerin. Ich weiß nicht, ob sie hier im Saal ist. Die Ute Bartels. Oh, da hinten. Ja, ganz weit versteckt. Ute Bartels. Also. Also ich darf jetzt schon mal verraten, das ist ja die vierte Vorstellung erst dieses Buches. Ja? Die erste war in Hamburg, dann letzte Woche in München, gestern Osnabrück. Und in allen drei Städten hat man diese Zeichnungen, diese Kunst bewundert. Ja? Denn Ute Bartels ist ja nicht nur eine großartige Zeichnerin, sie ist auch eine Ornithologin. Das ist ein Glücksfall, dass beides zusammenpasst. Ja, wir machen weiter. Ja, wir sind immer noch beim Marketing. Bienenfresser, zwei Bienenfresser, ein Pärchen. Und die Bienenfresser sind ja Einwanderer. Ja? Die gibt es noch nicht lange hier. Durch den Klimawandel sind sie aus dem Mittelmeerraum eingewandert. Die meisten Bienenfresser gibt es übrigens zwischen Elbe und Saale, wo sonst, ja.
Dort haben sie die besten Lebensbedingungen, senkrechte Wände von Kiesgruben, Tagebauern und noch ein bisschen Wildnis mit großen Insekten. Marketing bei den Bienenfressern, das bedeutet Geschenke. Und zwar ist es eine Art Korruption, liebevolle Korruption. Ja? Das Männchen beschenkt das Weibchen, das ist auch Geschäftsgrundlage. Wenn das Weibchen keine Geschenke bekommt, dann spielt sie nichts mehr ab. Ja, immer noch Marketing. Ja? Es gibt Vogelarten wie diese Vogelart. Wer kennt sie? Beutelmeister. Hier sitzen also die Experten vorn rechts. Ja? Weitere Fragen sind dann nachher an die Experten zu richten, die Beutelmeisen. Da sind es die Männchen, die Nester bauen. Nicht nur ein Nest, sondern gleich ein paar mehr. Die hängen so an einem dünnen Zweig, so ein paar Meter Höhe, in einer Weide über der Wasseroberfläche. Und diese Beutelmeisenmännchen protzen mit Immobilien. Ja, das ist sozusagen ja, ihr Angebot. Ja? Und die Weibchen schauen sich natürlich auch an, was hat das Männchen in dieser Beziehung zu bieten. Und danach wird die Entscheidung getroffen. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, dann kommt der Akt. Kurz und bündig, ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit diesem Thema. Muss ich jetzt nicht ausführen, ja? Können Sie heute Abend lesen vom Einschlafen. Ja, aber man muss dazu sagen, bei den meisten Vögeln ist das eine Geschichte, die nur wenige Zehntel Minuten in Anspruch nimmt. Also die Werbung, ja, um den Partner, um das Ja-Wort, die kann Tage, die kann Wochen dauern. Aber dann der eigentlich entscheidende Vorgang ist ein Blitzlichtmoment. Und das hat auch gute Gründe, weil Vögel, vor allem die kleinen Vögel, schmecken gut. Die haben viele Feinde. Und um ja, nicht sich in die Gefahr zu begeben, ja, gefangen und gefressen zu werden, fassen sie in dieser Beziehung sehr kurz. Das waren übrigens die Schwalben. So, nun endlich sind wir beim Nest angekommen, die Nestwärme, Nestbau. Schwäne, Völkerschwäne kennt jeder. Auch hier Dauerehe, Arbeitsteilung, monogame Dauerehe. Das Männchen transportiert das Baumaterial heran, das Weibchen nimmt es entgegen und verbaut. Und dann beginnt ja Eierlegen und die Brut. 5 Wochen brüten. In dem Fall übernimmt es das Weibchen, das Männchen hält Wache. Auch Arbeitsteilung. Ja? So, aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie müssen 5 Wochen in einem Nest Tag und Nacht still sitzen. Könnten Sie das? Sind Sie dann ja? Nein. Okay, ich bin beruhigt. Ja, aber das Schwanweibchen muss es können. Auch Gänseweibchen müssen es können. Wie machen die das? Das wissen wir jetzt. Wir haben jetzt eine Erklärung, nämlich hier spielen wieder Hormone eine Rolle. Und zwar ist es das Hormon Prolaktin. Das Prolaktin verordnet das Stillsitzen. Das Stillsitzen verschafft dem Weibchen sogar ein bisschen Vergnügen. Auf jeden Fall ist es auszuhalten. Und dieses Prolaktin ist natürlich auch ein Hormon, was für uns Menschen wichtig ist. Es, Sie wissen es, befördert ja die Milchbildung und ermöglicht erst das Stillen. Das heißt, das Stillsitzen der Vögel, der Brutvögel und das Stillen bei den Menschen wird vom gleichen Hormon bewerkstelligt. Tja, was wir von Vögeln lernen können. Wir sind verwandt. So, jetzt sind wir also im Nest. Singdrossel vor Garagenwand. Nestwärme, welch schönes Wort. In ihm steckt die ganze Vielschichtigkeit des Lebens. Physikalisch umfasst der Begriff die optimale Temperatur. Sozial beschreibt er eine Atmosphäre des Aufgehobenseins. Ein wohliges Ambiente für das gesunde Gedeihen des Nachwuchses. Während sich die erste Wortbedeutung exakt in Grad Celsius messen lässt, ist in der zweiten sehr viel mehr enthalten, aber eben nicht in Zahl- und Maßeinheit erfassbar. Die Frage nach der physikalischen Nesttemperatur ist relativ leicht zu beantworten. Bei unseren heimischen Vögeln sind 38 Grad optimal. Im übertragenen Sinn ist Nestwärme ein Gefühl. Und mit Gefühlen tun sich gerade Wissenschaftler sehr schwer, weil sie eben nicht exakt messbar sind.
Dennoch ist die gefühlte Nestwärme nicht weniger wichtig als die erforderliche Nesttemperatur. Egal ob ein Mensch oder Vogel. Es ist das lebenswichtige Gefühl von Geborgenheit und Angenommensein. Das alles braucht ein junges, heranwachsendes Wesen, wenn es gesund ins Leben entlassen werden will. Doch wie bekommt der kleine Organismus diese Art von Nestwärme in der Natur? Er bekommt sie von der Mutter, vom Vater, von den Geschwistern, von Verwandten oder Helfern. Körperliche wie seelische Zuwendung sind der Übertragungsschlüssel dieser Nestwärme. Ein liebevolles Ansprechen, eine zarte Berührung und eine pflegliche Behandlung gehören dazu. Noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurden Kinder ganz selbstverständlich im Hause der Eltern geboren. Im heimischen Nest also. Eine Hebamme stand zur Seite. Nestwärme war bei allen sonstigen Unzulänglichkeiten gegeben. Nach der Verlagerung der Entbindung in medizinische Einrichtungen, die Säuglinge wurden dort von der Mutter getrennt, in separaten Räumen, hinter Glas aufbewahrt, dauerte es einige Jahrzehnte, ehe die Nestwärme neu erfunden wurde, als Rooming-In. Die räumliche Trennung von Mutter und Kind wurde wieder aufgehoben. Das sogenannte babyfreundliche Krankenhaus stärkt die Mutter-Kind-Beziehung und fördert das inzwischen wieder als nützlich erkannte Stillen. Der seit Urzeiten übliche Hautkontakt zwischen Mutter und Kind wird wieder ermöglicht. Und in der Natur? Unter intakten Bedingungen ist Nestwärme eine Selbstverständlichkeit. Vogelküken kuscheln sich in ihrem Nest eng aneinander. Auch die Vogeleltern sind mit ihrer Körperwärme präsent und kümmern sich um den Nachwuchs. Vögel werden in den ersten Tagen oder Wochen ihres Lebens niemals allein gelassen. Zumindest ein Elternteil ist ohne Unterbrechung auf Tuchfühlung mit ihnen. Das vermittelt Sicherheit, gefühlte wie reale. In der Periode der Fortpflanzung gibt es für Vogeleltern nur das eine, das Kümmern um das Wohl des Nachwuchses. Alles andere ist zweitrangig. Ja, nun gibt es Nesthocker, die hatten wir ja eben, die Drosseln, die sitzen dann halt ein paar Wochen im Nest und werden gerudert, das Wort kennt kaum noch jemand, ja. Es gibt aber Nestflüchter, wie hier Gänse, hier haben wir eine Nilgans mit ihren Küken. Auch die Nestflüchter bekommen Nestwärme, zwar nicht mehr im Nest, weil sie das Nest ja verlassen, sondern unter den Fittichen. Ja, und dann gibt es auch noch Vögel, die nach dem Schlüpfen nicht nur laufen, sondern auch gleich schwimmen können, wie diese Haubentaucher, genau. Ja, und die Küken wollen natürlich auch Nestwärme empfangen, aber Wasser ist meistens im Frühling noch recht kalt. Was machen sie? Sie klettern auf den Rücken der Elternvögel, und zwar Mama wie Papa, also beide, Mutter wie Vater, bieten sich dafür an als Transportfähre. Da geht sie übers Wasser und dann knurrt ja irgendwann der Magen. Da muss es Hunger geben. Ja, kannst du stehen lassen. Die Frage ist, was passiert dann, wenn der Altvogel, es muss ja Fisch geben bei den Tauchern, ja? Wenn der Altvogel auf Tauchstation geht. Die kleinen Taucher können mittauchen. Sie können sich im Gefieder festkrallen. Ist in Ordnung. Und können ja gleich lernen, wie man die Hauptnahrung, nämlich Fische, fängt. So, dieses Bild würde ich als letzte Fütterung bezeichnen. Rechts die alte Schwalbe, also der Elternvogel, und links zwei junge Schwalben. Ja, wie sieht es in der Menschenwelt aus? Nicht selten ist zu beobachten, dass es mit dem Flüggewerden der Jungen nicht recht klappen will. Manche Eltern übertreiben es mit der Behütung, sodass ihre Kinder nicht lernen, allein zurechtzukommen. Andere Eltern klammern, wollen die Kinder nicht fliegen lassen. Manche Kinder, bevorzugt Söhne, finden es wiederum im Hotel Mama so schön bequem,
und nisten sich längerfristig ein. Derartige Problemfälle sind in der Vogelwelt absolut unbekannt. Wenn die Zeit gekommen ist, werden Nestwärme und Fütterung rigoros eingestellt. Vögel meistern in erstaunlich kurzer Zeit, wofür wir Menschen 2 Jahrzehnte brauchen, den Weg in die Selbstständigkeit. Dafür ist jedoch nur uns Menschen eine lebenslange geistige und emotionale Nähe zwischen Kindern und Eltern geschenkt. Oder gibt es die auch bei Vögeln? Zumindest bei Gänsen sind langjährige Beziehungen zwischen Familienmitgliedern völlig selbstverständlich. Um die 100 Gänse kann der Bekanntenkreis einen einzigen Gans umfassen. Ja, Kuckuckskinder, eins der heitersten Kapitel. Es gibt ja 3 Typen von Kuckuckskindern. Ja, die Kuckuckskinder in der Menschenwelt, dann die Kuckuckskinder in der Vogelwelt. Fast alle Vogelarten haben auch Kuckuckskinder. Warum das so ist, auch ganz spannend. Und dann gibt es natürlich die Kuckuckskinder vom Kuckuck. Aber können Sie alles nachlesen. Wir machen weiter. Ach ja, jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, über das wir nachher vielleicht auch noch mit Sicherheit noch diskutieren werden. Es geht nicht um die Ernährung. Ja? Was können wir von den Vögeln lernen? Vögel und Ernährung. Für mich ein spannendes Thema, denn Vögel ernähren sich mit Nahrungsmitteln, die sind erntefrisch, ja? Sie sind regional, die werden nicht über 100 Kilometer, 1000 Kilometer transportiert, die sind saisonal, ja, und sie sind auch unverpackt. Sie bedienen sich im Unverpacktladen. Ja, das Thema Ernährung hat mir sehr viel Erkenntnisse gegeben, aber darüber reden wir nachher noch. Im nächsten Bild, ja, sehen wir, was das Hauptnahrungsmittel der Vogelkinder ist, nämlich Insekten. Und das ist egal, ob es Singvögel sind oder ob es große Vögel sind. Kleinvögel wollen immer Insektenbrei. Ja, so sieht es auf unseren Feldern aus und jetzt kommen wir zum Hauptproblem. Wir wissen ja, darüber werden wir jetzt auch gleich reden, die Vögel haben es schwer. Ja, hier ist ein Braunkehlchen und auf dem Feld, das ist ihr Lebensraum vom Braunkehlchen, aber sie sind so gut wie verschwunden. Warum? Werden wir gleich erfahren. Und ja, das ist auch ein Vogel, der ja, zu 80-90% verschwunden ist. Früher wurden massenhaft in Körben Eier gesammelt, weil die gab es in großer Zahl. Kiebitze, heute sind sie Rarität geworden. Auch wegen Insekten, aber auch, weil unsere Landschaft systematisch trockengelegt wurde. Es fehlt das Wasser in der Landschaft. Das muss sich ändern. Ja, das Rebhuhn, Kaiser Wilhelm I., hat jedes Jahr 1500 Rebhühner geschossen. Na gut, als Kaiser, na, kann man sich erlauben, aber Rebhühner waren auch arme Leute essen. Es gibt so viele. Und es gab so viele. Und die Ornithologen haben beschrieben, die damals alle Vögel gezählt haben und erfasst haben. Nur 2 Vogelarten haben sie nicht gezählt. Die Spatzen und die Rebhühner. Es waren einfach zu viele. Ja. Schlankheit statt Krankheit, auch für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, so ein Vogel, Reiher, der geht mit 2 Kilogramm Körpergewicht in den Winter hinein und mit 1 Kilogramm kommt er aus dem Winter heraus. Eine Gewichtsabnahme um 50%. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, ja? Wir leben ja in permanenten Überfluss an Nahrung. Das ist ein Problem. Deswegen haben wir viele, viele Zivilisationskrankheiten, die Vögel nicht haben, die sie überhaupt nicht kennen. Es sei denn, sie sind in einer Massentierhaltung, ja, wo sie gemästet werden und ihre Bedürfnisse nicht ausleben können. Ja, und dieses Problem des Überflusses an Nahrung, das macht uns sehr zu schaffen. Vögel haben es nach wie vor beibehalten, auch durch die Realität, mit der sie ja konfrontiert werden, dass es eben auch mal knapp ist mit der Nahrung. Ja, die Vögel haben übrigens das Intervallfasten erfunden, bevor wir es jetzt neuerdings auch wissenschaftlich begründet empfehlen. Ja, ein Rotkehlchen, da vorne hatten wir das Blaukehlchen,
Das ist auch ein ganz spannendes Thema, Gesundheit und gesund alt werden. Ja. So ein Vogel sieht man nicht an, wie alt er ist. Auch die Ornithologen können es nicht sagen. Ja, egal, ob dieses Rotkehlchen 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre oder gar 17 Jahre ist, so alt können sie nämlich werden. Sie sehen immer jugendlich frisch aus. Ist das nicht beneidenswert? Wie machen sie das? Ja, ja, sie legen jedes Jahr ein neues jugendliches Federkleid auf. Wir kaufen ja 80 Kleidungsstücke jedes Jahr, sehen aber trotzdem nicht so gut aus, ja, wie die Vögel, die noch einmal im Jahr, höchstens zweimal im Jahr wechseln. Ja, aber das Entscheidende ist ja, was geht in den Körpern vor. Ja? Das Altwerden der Vögel ist das reinste Vergnügen. Ja? Ich meine, das Leben in der Natur ist natürlich hart. Ne? Es ist mitunter auch ja, erbarmungslos. Ja? Aber die Vögel, die es schaffen, mit Glück, die werden gesund alt. Denn Vögel haben keinen, das darf ich noch sagen, keine Alterungserscheinungen. Sie haben keinen Knochenabbau, keine Osteoporose. Ne? Sie haben keinen Muskelschwund, keine Vergreisung, kennt man bei Vögeln nicht. Sie haben auch, wenn sie alt werden, keine Probleme mit den Hören, wie wir, die brauchen keine Hörapparate. Die hören bis ins hohe Alter noch so wie in der Jugend, weil die Gehörzellen sich regenerieren. Also, was Gesundheit angeht, habe ich von den Vögeln am meisten gelernt. Weil sie einfach nach den Prinzipien der Natur noch leben. Sie leben auch nach dem natürlichen Biorhythmus. Nächstes Bild. Genau. Wer von Ihnen ist Eule? Hand hoch. So wenig Eule in Magdeburg. Wer ist Lerche? Noch weniger. Meine Güte. Alle anderen sind dann Hybride, ja? Das ist eigentlich auch das Normale, ja. Also ich bin eine Extremlerche, Vaterlerche, Mutterlerche, da kann auch eine Lerche rauskommen. Dieses Thema Eulen und Lerchen, eigentlich wollte ich dazu noch ein bisschen lesen, weil das ist so auch sehr amüsant, aber wir wollen lieber diskutieren. Ich wundere mich, ist es tatsächlich schon eine Stunde? Okay, dann nächste Bild, das ist auch das letzte. Adieu. Es liegt an uns, und das ist, glaube ich, der gute Einstieg jetzt zur Debatte. Die Vögel sind weniger geworden. Wir haben nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren. Das weißt du auch ganz gut. Die Frage ist, soll das so weitergehen oder ja, können wir was dagegen tun? Ja, Ernst-Paul, du hast dargestellt, die Vögel können auch mit wenig Nahrung auskommen. Intervallfasten ist ja beneidenswert, ja, auch wie anpassungsfähig sie sind. Aber wenn die Nahrungsgrundlage komplett schwindet, und das ist ja oft der Fall, dann können die Vögel auch nicht mehr überleben. Du hast den Kiebitz genannt, das Rebhuhn. Die Feldlerche schwindet immer mehr, die industrielle Landwirtschaft mit Schlägen von 200 Hektar überlegt sich, wie können wir da auch noch Möglichkeiten schaffen, um Bodenbrütern auch Lebensräume zu geben. Und dann werden solche Lerchenfenster angelegt, das sind kleine Feldstücke von 20 mal 10 Quadratmeter, wo keine Saat ausgebracht wird, da geht die Sämaschine dann hoch. Und auf diesen Stücken sollen dann die Lerchen brüten. Und das wird ganz genau berechnet für so einen großen Schlag. Auch der Abstand zu den Wegen, zu den Bäumen, damit die Greifvögel nicht kommen, damit der Fuchs in den Spuren nicht läuft und die Vögel fressen kann. Für mich ist das Schaffung von Lebensräumen vom Reißbrett. Und ich würde dich gerne fragen, welche Vision du hast, um dieses Artensterben aufzuhalten? Ja, danke für die Frage. Die gefällt mir. Das ist eigentlich ein Hauptgrund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ja, ich bin ja Chemiker, ne? Von der Ausbildung her. Auch wenn ich von meinem Lebenslauf eher Ökologe bin. Aber ich weiß, welche Folgen der Einsatz von über 600 verschiedenen Pestiziden und der Einsatz von Agrochemie überhaupt hat. Wir haben ja lange Zeit gedacht, dass das der Einsatz
dass diese intensive Landwirtschaft mit der Verwendung dieser Chemie uns gut ernährt. Ja, wir haben es als Segen angesehen. Inzwischen ist es schon eher mehr Fluch als Segen. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, so kann es nicht weitergehen. Die Lärchenfenster besser als nichts und die Blühstreifen am Rand auch besser als nichts. Aber wenn auf dem Gros unserer Flächen, 50% unserer Landesfläche wird ja landwirtschaftlich genutzt, dieser Gifteintrag und dieser Eintrag von Nitraten so weitergeht, werden wir an vielen Fronten Riesenprobleme haben. Da geht es ja nicht nur um Vögel, da geht es auch um die Fruchtbarkeit des Bodens, da geht es um die Beschaffenheit des Grundwassers. Ja, Deutschland wird ja nicht umsonst von der EU verklagt, weil zu viel Nitrat im Grundwasser. Die Pestizide, das will ich noch sagen, die lösen sich auch nicht in Luft auf. Ja, wir wissen ja inzwischen, sie haben Wirkung nicht nur auf Vögel, auf Insekten. Wir haben ja nur noch 20% der Insekten, wie wir sie vor 30 Jahren hatten. Ja, aber die Wirkung geht ja letzten Endes bis zur Nahrung und bis zu uns Menschen. Denn in uns Menschen ist ja der Nachweis erbracht worden, im Blut, im Urin, in der Muttermilch sind die Pestizide alle vorhanden. Und wenn wir glauben, der Körper merkt das nicht, dann irren wir. Ich bin, das ist jetzt meine Vision, meine Forderung, ich gehe sogar weiter, wir brauchen eine giftfreie Landwirtschaft. Und das ist möglich. Dazu gibt es jetzt Studien, vielleicht die sind ganz neu. Ja? Also wir werden nicht verhungern, wenn wir jetzt giftfrei ökologisch wirtschaften. Okay, das sind also... Ich denke auch, das ist eins der wesentlichen Erfordernisse, dass die Landwirtschaft runter muss von den Pestiziden, dass wir das drastisch reduzieren müssen. Aber Pestizide werden ja auch im städtischen Bereich eingesetzt, um Gehwege frei zu sprühen oder im städtischen Grün. Und sie werden auch in den Gärten eingesetzt. Jetzt haben wir die Landwirtschaft so kurz berührt, ja, wir haben die Gärten, das öffentliche Grün und ich denke, wir alle müssen was tun, wir können auch etwas tun. Ich denke nur an das verrückte Mähen. Die Grünflächen werden ständig gemäht und dann wird mit einem Mal immer alles abgemäht, sodass die Insekten überhaupt keine Möglichkeit haben, noch einen Lebensraum zu finden. Und wenn die Insekten verschwinden, du hast es gesagt, in 30 Jahren 80% der Insektenmasse ist verloren gegangen, dann schwindet ja auch die Nahrungsgrundlage für die Vögel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Ansatzpunkt ist, wenn man eine Werbekampagne macht, anders zu mähen, dass so gemäht wird, dass Streifen stehen bleiben. Gerade auch im öffentlichen Grün in Magdeburg haben wir an einigen Stellen solche Flächen, die dann vom Stadtplanungsamt dann auch beschildert werden. Da wird das erklärt, dass dort die Halme stehen bleiben dürfen, um eben was für die Artenvielfalt zu tun. Warum ist denn aus deiner Sicht Artenvielfalt überhaupt wichtig? Ich meine, du hast vorhin einmal erwähnt den guten Geschmack der Singvögel. Bei uns ist es keine Tradition, Singvögel zu essen. Warum ist das wichtig, diese Form der Artenvielfalt zu haben? Ja, in der Natur hängt alles mit allem zusammen. Jede Art, egal ob Insekt oder Mensch oder Vogel, hat einen Job zu erfüllen. Wenn diese Art nicht mehr vorhanden ist, wird diese Arbeit nicht mehr erledigt. Das ist so wie in der Schule, wenn keine Lehrer mehr da sind, dann findet kein Unterricht statt. Das Verschwinden von Arten führt zur Instabilität und zur Störungsanfälligkeit unserer Lebensräume. Und ich mache das mal bildlich. Ja? Stellen Sie sich vor, das Leben auf der Erde ist ja letztendlich eine Lebenspyramide. Das höhere Leben baut sich auf zwei Säulen, zwei lebende Säulen, vom Wasser jetzt mal abgesehen. Das sind einmal die Insekten und das sind die Pflanzen. Ja? Die Pflanzen brauchen die Insekten als Nahrungsquelle, als Nektarquelle, die Insekten und umgekehrt auch. Die brauchen sich gegenseitig. Es ist eine Symbiose. Ja? Die profitieren voneinander. Und auf diesen Säulen
bauen sich dann alle weiteren Lebewesen auf, die davon leben. Wenn eine Säule, nämlich die Insektensäule, wegbricht und 80%, das ist schon ganz viel Substanz, dann beginnt diese gesamte Säule instabil zu werden. Und an der Spitze dieser Säule sind wir Menschen. Ja? Es geht letzten Endes auch um unsere Überlebensgrundlage, um unsere Nahrungsgrundlage. Und ich glaube sogar, Dorothea, das Thema Klimawandel ist ja in aller Munde, aber das Thema Artenschwund, Artensterben, das geht scheinbar noch viel rasanter vonstatten. Wenn in 30 Jahren 80% verschwunden sind, frage ich, wie sieht es in den nächsten 10, 20 Jahren aus? Und das müssen wir bewusst machen. Und die Ursache ist klar, die Ursache ist menschengemacht, sowohl beim Klima als auch beim Artenschwund. Und dazu möchte ich, das dürfen wir nicht vergessen, Ihnen noch Hoffnung machen. Denn wir können das alles umkehren. Das ist die gute Botschaft. Hast du noch Beispiele, was wir tun können, ja, was genau. wir praktisch tun können, jede und jeder von uns auch, ohne jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb zu haben? Ja, unendlich viel. Wir können ganz viel tun, aber wir können auch ganz viel lassen. Überlegen Sie mal, was Sie alles tun, was eigentlich unsere Lebensgrundlagen beeinträchtigt. Ja? Also das ist das eine. Wir können vieles lassen. Zum Beispiel generell Gifteinsatz vermeiden. Ja? Es gibt übrigens in Deutschland schon über 100 pestizidfreie Kommunen. Also Städte, die beschlossen haben, in Kommunalparlamenten, wir verzichten auf den Einsatz von Pestiziden. Ist Magdeburg dabei? Noch nicht, aber Magdeburg hat es geschafft, per Stadtratsbeschluss die stadteigenen Ackerflächen, die gibt es auch, dass die von den Pächtern nicht mehr mit Pestiziden besprüht werden, beziehungsweise mit Glyphosat. Es wird dort kein Glyphosat mehr eingesetzt, so ist okay, es. Okay, Glyphosat ist ein, das meistgebrauchte Herbizid, aber wie gesagt, es gibt viele hundert. Ja, dazu zählen eben auch Insektizide, das sind neurotoxische Stoffe, also Nervengifte. Wir sehen es an den Bienen, die leiden darunter. Und das sind ja nicht nur die Honigbienen, sind 550 Wildbienenarten. Die Honigbienen können ja nicht alles, sie können viel, aber jede andere Bienenart hat auch einen Job zu erfüllen. Wir können unendlich viel tun und das mache ich. Das macht mir Spaß. Das herauszufinden und das auch im Leben umzusetzen. Und ich will Ihnen ein bisschen was verraten. Darf ich was? Ja. Sie können zum Beispiel als Verbraucher, zum Thema Politik kommen wir noch, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Als Verbraucher können Sie schon ganz viel bewegen, indem Sie einfach Ihr Naturwissen erweitern. Ja? Die Zusammenhänge in der Natur verstehen und auch Ihren Einfluss, den Sie durch Ihr tägliches Kaufverhalten, Verbraucherverhalten auf die Natur ausüben. Dieses Verhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. 8% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland wird ja schon ökologisch bewirtschaftet, also giftfrei. Es geht. Das heißt, wir können auch diese Produkte als Konsument, wir können uns dafür entscheiden. Diese Produkte sind natürlich teurer. Warum sind sie teurer? Weil man, wenn man weniger Gift einsetzt, auch ein Drittel weniger erntet. Dementsprechend sind die Produkte teurer. Da muss man tief in die Tasche greifen. Die Frage ist natürlich, wie wichtig ist mir Nahrung? Die Frage der Wertschätzung. In Deutschland wird ja ein Drittel der Nahrungsmittel nicht verzehrt, sondern irgendwie weggeworfen. Kommt in die Tonne. Ja. Das ist genau die Menge, die man weniger erntet, wenn man ökologisch giftfrei wirtschaftet. Das sollte zum Nachdenken Anlass geben. So, zur Politik. Was kann man da machen? Die Politik, die ich ja hier heute nicht vertreten soll, aber die ich sonst vertrete, so, okay. Hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben. Also gerade den Punkt, den du ansprichst, wir wollen landesseitig eine Kampagne auf den Weg bringen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und das Thema Wertschätzung von Lebensmitteln stärker zu machen. Was wertgeschätzt wird, das wird nicht weggeschmissen und was wertgeschätzt wird,
das wird auch fair bezahlt. Und wenn die Dinge fair bezahlt werden, dann kommt auch mehr Geld bei den Erzeugern an. Und wenn die Erzeuger besseres Geld bekommen, dann wird der Aufwand in Gesellschaft verlangt, ja, mehr Tierwohl, unsere Gewässer zu schützen, also eben nicht mit Nitrat zu belasten, die Atmosphäre zu schützen, kein Ammoniak durch die oder weniger Ammoniak durch die Tierställe in die Atmosphäre zu bringen. Das kann dann alles erbracht werden von den Erzeugern, von den landwirtschaftlichen Betrieben und kommt natürlich allen zugute. Und du hast ja vorhin auch gesagt, alles hängt mit allem zusammen und letztendlich geht es bei den ganzen Ökosystemen natürlich auch darum, dass die Ökosysteme weiterhin in Balance bleiben oder einige sind ja schon aus den Fugen geraten, dass wir sie wieder in Balance bringen, damit die Natur auch die Leistungen erbringen kann, die sie erbringen soll. Du hattest den Bienenfresser genannt, das Stichwort Bienen. Die sind so unendlich wichtig, eben für die Bestäubungsleistungen auch. Und wenn wir die Bienen nicht mehr haben und die Bestäubungsleistung abnimmt, dann nehmen auch die Lebensmittel ab und so weiter. Das ist also eine Kette, die wir durchbrechen müssen, auch durch politische Entscheidungen natürlich. Und wie gesagt, das Thema Wertschätzung von Lebensmitteln steht in diesem Jahr ganz oben auf unserer Agenda. Und als agrarpolitische Sprecherin vom Bündnis 90 Die Grünen setze ich mich auch dafür ein, dass wir beim Thema Reduzierung von Pestiziden vorankommen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, über unser Wassergesetz, was wir in Sachsen-Anhalt haben, festzulegen, dass in den Gewässerrandstreifen keine Pestizide mehr ausgebracht werden. Das sind Schritte, die man wirklich gehen kann und die wir auch gehen sollten. Gut, ich wollte jetzt noch eine Abschlussfrage stellen, bevor ich dann gerne die Runde auch öffnen würde. Nochmal zu dem Titel deines Buches Nestwärme. Du hattest ja vorhin dargestellt, da geht es nicht nur um die Temperatur, um die 38 Grad bei den Vögeln, sondern es geht auch um das Gefühl von Geborgenheit. Warum ist das so wichtig für uns Menschen auch? Das Buch ist ja nicht für ein vogelkundliches Buch, sondern es sind ja eigentlich Reflexionen anhand der Vogelgeschichten, was wir Menschen lernen können. Warum ist das für uns Menschen, welche Bedeutung hat Nestwärme für uns Menschen? Ja, ich denke, diese Frage sollten wir uns alle stellen. Und für mich ist es, deswegen heißt das Buch übrigens auch Nestwärme, ja, ist es auch ein zentraler Punkt. Ohne erlebte Nestwärme. Ich wurde neulich in Bahn-München, habe ein einstündiges Interview für Bayern 2 gegeben, und da wurde ich gefragt, von wem ich denn Nestwärme erhalten habe. Das war für mich völlig klar, ich habe es von meiner Mutter erhalten. Ja, sie hat mich, obwohl sie viel Arbeit hatte, von morgens bis abends, das muss man heute eigentlich staunen, ja, 4 Kühe mit der Hand gemolken, morgens und abends. Und sie hat mich aber immer mal gedrückt, in den Arm genommen und sonntags nachmittags durfte ich auf ihrem Schoß sitzen. Ja. Aber ich war dann doch zu zappelig und bin dann auch sehr schnell wieder unterwegs gewesen. Also ich bin sehr dankbar meiner Mutter gegenüber für diese Nestwärme, die ich empfangen habe. Und das ist für das weitere Leben, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, diese Nestwärme erlebt zu haben. Sie verschafft mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Ja? Du sagtest schon, ein Gefühl von Geborgenheit. Und dieses Gefühl nehme ich ein Leben lang mit.